Ach, welch schöner Anblick. Hier unser Marktstand, den wir umziehen lassen haben. In der Ferne ragt ein Kirchturm. Naja, wenn man es Kirchturm nennen kann, empor. Und hier links eine Taverne, die aber noch nicht in Betrieb ist. Und da die Taverne noch nicht in Betrieb ist, müssen wir da unbedingt ran. Wir wollen heute alles darauf vorbereiten, bald in ein riesiges Wachstum für Düren zu kommen. Wie machen wir das? Ja, wir werden alles darauf vorbereiten, hier dann in Bälde ganz viele Gebäude auf Stufe 3 upgraden zu können. Momentan haben wir noch einen großen Puffer, viele neue Familien können mit einziehen, das heißt Stufe 1 Gebäude brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen aber noch eine ganze Menge Stufe 2 Gebäude, damit wir dann, sobald wir die Kirche geupgradet haben und Bier hergestellt haben, schnell reagieren können, schnell upgraden können, um uns dann die nächsten Entwicklungspunkte zu holen. Denn das Bier, was wir herstellen werden, wird ja auch erstmal nur temporär nutzbar sein, weil wir keine weiteren Gerstenfelder haben. Im besten Fall reicht es für ein Jahr, aber da wollen wir dann so schnell es geht ins Wachstum gehen, um dann beispielsweise hier auch mal auf Handel zu gehen. Das heißt, auf die Handelslogistik und auf die besseren Geschäfte. Und dann könnten wir relativ günstig sogar Bier importieren für schwere Zeiten. Für Zeiten, in denen wir vielleicht mal eine schlechte Ernte hatten oder so. Deswegen wollen wir heute alles daran setzen, den großen Ausbau der Stadt zu forcieren und vorzubereiten. Wir beginnen damit, dass wir hier auf die Holzkirche gehen und sie upgraden zur kleinen Steinkirche. Das kostet uns 5 Bauholz. Die haben wir locker. Wir haben gerade 18 Bauholz, 20 Stein. Das tut schon mehr weh, weil wir keinen Stein mehr abbauen können. Wir haben gerade 65, 10 Bretter, wir haben 52 und 10 Dachziegel, wir haben gerade 88. Die brauchen wir aber auch, um dann die Gebäude auf Stufe 3 zu bringen. Von daher sehr wichtig, dass wir das weiterhin hochtreiben. Also, wir gehen auf den Ausbau zur kleinen Steinkirche. Das sieht soweit sehr gut aus. Was auch noch gut aussieht, ist tatsächlich unser Vorkommen an Leder. Auch was die Häute angeht, da sind wir in einem guten Rahmen tatsächlich dabei. Wir brauchen keinen zweiten Gerber. Das finde ich sehr, sehr spannend. Schuhe verkaufen wir und Kriegsbögen sollten wir auch bald verkaufen. Das sieht gut aus. Wir bekommen Regionsvermögen dazu. Wir sehen aber auch, dass die Schatzkammer weiter anwächst. Wo wir auch so ein bisschen drauf achten müssen, ist natürlich auch auf unsere Nahrung. Die sieht momentan sehr gut aus. Wir haben 41 Fleisch, 72 Gemüse, 39 Beeren, 40 Eier. Aber unsere Kleinstadt, baldige Kleinstadt zumindest, wächst und gedeiht ja weiterhin. Das heißt, wir werden auch im September bestenfalls wieder neue Gemüsegärten einrichten und könnten auch vorher nochmal drüber nachdenken, ob wir hier und dort noch mal einen Hühnerstall reinbringen. Ziegen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das klappt mit den Häuten eigentlich alles ganz gut. Also hier sind natürlich 2 Häuser prädestiniert für Gemüsegärten. Da könnten wir dann reingehen, sobald wir Richtung September gehen. Wir machen weiter und schauen uns jetzt erstmal an, wie hier die Kirche ausgebaut wird. Das ist ein großes Bauprojekt. Da werden wir erstmal alle 6 Bauarbeiterfamilien draufsetzen. Und dann schauen wir, welche Hofstätten wir auf Stufe 2 bringen. Und wo wir eventuell weitere Gebäude bauen, die wir dann fürs Bierbrauen auch gebrauchen können. Damit es dann im September sofort losgehen kann. Außerdem haben wir auch überlegt, dass wir diese Fläche hier, die wir hier übrig haben, dass wir die zur kleinen Weidefläche für ein paar Schafe machen könnten. Könnten wir hier auf der anderen Seite einerseits den Viehhändler hinstellen. Ich finde, das passt hier auch sehr gut hin, weil wir hier auch den Handelsposten haben. Und rechts daneben dann den Viehhüter, dass die Schäfer dann dieses Gebiet hier nutzen können. Finde ich eigentlich ganz nett.
auch, dass wir es in der Dorfgemeinde haben, damit die Schafe dann noch mehr geschützt sind vor beispielsweise Wolfsangriffen und so weiter. Klar, gibt es hier in Manor Lords nicht, diese Spielmechanik. Aber grundsätzlich durchaus denkbar, dass man so seine Tiere noch besser schützen könnte. Gerade wenn hier so viel Trubel ist, wenn hier Ochsen langgehen und so weiter. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier unsere Schafe jedenfalls zu Beginn im Schutze der Gemeinschaft. Später sollen die ja hier auf den Feldern grasen. Da sind wir eigentlich auf einer ganz guten Spur. Und unsere Gemeinschaft wächst auch fleißig weiter. Wir sind bald bei 100 Menschen. Wie toll ist das denn? Ich bin weiterhin unglaublich verliebt in das Spiel und in unser Dorf. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden auch in Bädemal die Familien durchgehen. Das machen wir vielleicht zu Beginn der kommenden Folge, dass wir nochmal schauen, wer von euch hat es hier schon in das Let's Play reingeschafft, wer übt welchen Beruf aus. Dann schauen wir uns alle Familien nochmal an. Das war ein Wunsch von Dan Wallace und dem kommen wir sehr gerne nach. Jetzt schauen wir uns allerdings erst einmal den Ausbau dieser Kirche an. Und da steht sie, unsere wunderschöne neue kleine steinerne Kirche, wunderschön anzusehen. Wir gucken sie uns auch nochmal aus der Nähe an. Wir haben jetzt nicht mehr diese großen Stufen, um reinzugehen, sondern haben hier direkt ebenerdig einen Eingang. Die Fenster schön bemalt, nicht mehr die gesamte Kirche, die bemalt ist. Und hier sehen wir auch das erste Mal Dachziegel, richtige Ziegel auf den Dächern. Und das fühlt sich dann natürlich auch sehr belohnt an, wenn man hier Ton holt, wenn man es brennt, dass man es dann auch endlich sieht in seinem Dorf, dass es auch angewendet wird. Das ist echt schön zu sehen und macht mich ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Ganz, ganz toll. Wir wollen selbstverständlich auch noch ein paar Gebäude hier auf Stufe 2 bringen, damit wir einfach vorbereitet sind auf die Kleinstadtvoraussetzung, dass wir sofort Hofstätten auf Stufe 3 bringen können, ohne hier die Voraussetzung der 7 Stufe 2 Hofstätten zu verlieren. Und im besten Fall wollen wir das so weit vorbereiten, dass wir gleich 2 Stufen aufsteigen können. Deshalb wollen wir jetzt ein paar Gebäude ausbauen. Hier haben wir ein großes Gebiet im Garten. Das heißt, hier könnte ich mir zwar auch sehr, sehr gut einen Gemüsegarten vorstellen, aber hier gerade in der Stadtmitte, bei der Taverne, bei der Kirche, beim Marktplatz, finde ich es eigentlich schön, einfach aus immersiven Gründen, wenn wir hier dann Stufe 2 Gebäude haben. Hier haben wir den Pfeilmacher. Hier haben wir schon Hofstufe Nummer 2. Und dann können wir die Gebäude hier nämlich auch alle eine Stufe hochbringen. Das kostet uns eine Menge Bauholz. Aber wir setzen das sehr gerne ein. Das heißt, wir haben jetzt 5 weitere Gebäude, die auf Stufe 2 gebracht werden. Das reicht noch nicht, um 2 Stufen später aufzusteigen. Aber es reicht auf jeden Fall dann schon mal für die Kleinstadt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch weitere Holzfäller einstellen. Einfach damit wir mehr Bauholz bekommen und uns schneller dann ausbreiten können mit Brauereien und mit einer Mälzerei. Den Viehhüter machen wir später. Wir bereiten erstmal alles vor, was wir dringend brauchen.
Ja, und was bietet sich da an? Klar, wir können den Holzfäller hier erstmal so weiterlaufen lassen. Der hat auch eine Menge Bauholz noch auf Lager hier, sehe ich gerade. Wir können den natürlich noch so weiterlaufen lassen. Wir könnten aber auch noch einen weiteren Holzfäller hier nach außen stellen. Wir haben ja hier auch noch den Weg, den wir einst auch benutzt haben für den Steinmetz, dass wir dann hier noch jemanden reinbringen. Und das können wir durchaus machen. Also, wir stellen hier auch nochmal einen Holzfäller hin. Dahin. Und der bekommt auch nochmal ein Anbindebalken. Ja, dafür fehlt jetzt das Bauholz. Wir spulen mal ein bisschen vor. Und warten ab, bis das Holz geliefert wird. Und schauen dann auch hier gleich, dass wir noch einen Anbindebalken hinbekommen. Banditen haben uns Lehm gestohlen. Okay, lasst uns mal schauen, wo wir Banditen haben. Denn es kann ja auch sinnvoll sein, wenn wir die rausnehmen. Ja, da haben wir Banditen. Aber der Baron scheint schon auf dem Weg zu sein. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen, rechtzeitig dort anzukommen. Nein, nein. Okay, dann soll sich der Baron darum kümmern. Dann wird die Gefahr aber ja auch schon gebannt. Das sieht ganz gut aus. Hier werden jetzt die Gebäude geupgradet. Das finde ich toll. Und hier könnte ich mir auch sowas wie Brauereien sehr gut vorstellen. Eine Mälzerei, eine Brauerei in der Nähe der Kirche finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Muss jetzt nicht direkt neben der Taverne sein, aber zumindest in der Nähe. Ja, wenn dann hier so später die Fässer langrollen, vor der Kirche, Richtung Taverne, fände ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Das können wir gerne machen. Bei einer Mälzerei könnte man natürlich über die Geruchsbelästigung reden. Aber ich glaube, das ist ein Geruch, den man durchaus in einer mittelalterlichen Stadt zu vertreten haben kann. Bauholz ist wieder gestiegen, das heißt, wir gehen hier hin und bauen jetzt hier auch noch einen Anbindebalken. Wunderbar. Dann kommt hier nämlich auch nochmal ein Holzfäller hin, denn hier sind die Wege mittlerweile sehr lang geworden. Liegt natürlich auch daran, dass der Förster hier eine ganze Menge zu tun hat. Wir können eventuell auch sagen, komm, der Förster hat jetzt einen unbegrenzten Arbeitsbereich, dass er hier mal alles pflanzt, was er pflanzen will. Und dann sind wir, glaube ich, so langsam auf einer ganz guten Seite. Hier werden die Gebäude weiter ausgebaut. Sehr schön. Wir haben immer noch 5 Bauarbeiter. Und dann können wir hier auch gerne schon mal die Wiese zuordnen. Dafür gehen wir auf Gebäude, auf Landwirtschaft. Und dann gibt es hier Weiden, wo dann Vieh grasen kann. Und diese Weidefläche können wir hier schon mal reinbringen. Das wird nicht die größte Weidefläche. Aber so haben wir diesen Platz sehr gut genutzt. Wie gesagt, ich finde das auch relativ immersiv, dass man sagt, komm, wir hauen die hier inmitten des Dorfes, im Schutze des Dorfes rein. Das finde ich ganz schön. Also, dort haben wir jetzt Platz für 31 Tiere. Das reicht auch vollkommen fürs Erste. Ja, dann brauchen wir selbstverständlich noch einen Viehhandelsposten, damit wir uns dann auch Schafe und so leisten können. Den könnten wir hier hinstellen. Ich habe dann nur Angst, dass wir den Viehhüter hier nicht mehr hinbekommen. Deswegen schauen wir erstmal auf die Schafzucht, genau. Ob wir den hier hinbekämen. Ja, wegen dem Hang hier ist das alles so ein bisschen problematisch. Also hier bekämen wir den hin. Oder dahin. Aber wenn wir ihn hier hinstellen, kriegen wir sicherlich die andere, den Viehhändler hier nicht mehr runter. Wir probieren es mal aus auf Pause. Also ich setze hier die Schafzucht hin.
Und wir versuchen den Viehhändler hier unten jetzt noch hinzusetzen. Ja, passt nicht mehr ganz. Das passt nicht mehr ganz. Naja, wir könnten den aber auch natürlich hier hinstellen. Aber dann würde ich vielleicht sagen, dass wir die Schafzucht dann auch hier unten hinstellen können und es dann unterm Strich vielleicht ein bisschen schöner aussieht, wenn wir sagen, komm, du gehst hierhin. Könnten wir noch so eine kleine Abkürzung bauen. Ja, warum nicht? Und unter Händler gehen wir dann auf Viehhandelsposten und der kommt dann meinetwegen auch direkt daneben. Hier hätten wir wieder den Hügel, weshalb das alles so ein bisschen schwieriger aussehen könnte. Könnte man natürlich bauen, aber hier sieht es, glaube ich, optisch ein bisschen schöner aus und passt immer noch von der Systematik gut dazu. Bauen wir hier den Viehhandelsposten hin und hier die Schafzucht. Beide stelle ich mal auf niedrig, damit erstmal hier die Bauernhäuser gebaut werden und dann der Holzfäller hier hinten. Das sieht aber alles soweit ganz gut aus. Die Zufriedenheit sinkt selbstverständlich durch unsere Besteuerung. Wir haben jetzt 902 auf der hohen Kante. Können aber durchaus auch sagen, komm, wir setzen die Besteuerung wieder ein bisschen runter. Vielleicht auf 10%, weil wir ja hier jetzt einen gewissen Puffer angelegt haben. Insbesondere, wenn wir sagen, wir wollen mal Söldner dazu holen, können wir damit auch wirklich eine ganze Menge holen. Also hier, die beiden würden zum Beispiel zusammen 200 kosten, wir haben 900. Also das funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut. Wir schauen mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Wir wollten ja nach Waldbrand expandieren. Da brauchen wir noch 1000 Einfluss. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Dort entrichten wir den Kirchenzehnt, der uns entsprechend Einfluss bringt. Wir gucken noch einmal kurz nach den Banditen. Wurden die jetzt ausgelöscht? Ja, da hat sich der Baron drum gekümmert. Hat sich damit natürlich auch Einfluss und Geld eingesteckt. Aber Hauptsache, wir haben keine Banditen mehr hier auf dem Kartenfeld. Sehr schön. Das sieht soweit ganz gut aus. Zwei Gebäude haben keine Bedürfnisse erfüllt. Wir schauen uns natürlich an, welche Bedürfnisse das sind. Brennstoff und Lebensmittel. Alles klar. Wir schauen uns gleich mal an, woran das liegen könnte. Denn eigentlich haben wir genügend Lebensmittel. Brennstoff sollte eigentlich auch da sein. Und wir sehen, ja, die Lebensmittelstände sind tatsächlich nicht so super prall gefüllt, dass es vielleicht sogar stimmen könnte, dass nicht jeder was abbekommt, dass die beiden quasi leer ausgehen. Was können wir dagegen tun? Klar, wir könnten zum Beispiel in den Speicher noch jemanden reinbringen, der sich dann darum kümmert. Und beim Brennstoff könnten wir auch noch jemanden ins große Lagerhaus mit einfliegen. Weil das ist natürlich wichtig, dass unsere Gebäude, auch die, die außerhalb stehen, gut versorgt sind. Mit Brennholz und Lebensmittelständen. In vielen Fällen hat sich so eine Bedürfnis Knappheit, insbesondere wenn man genügend Ressourcen hat. In der Regel, ja, wird das mit der Zeit dann wieder reingeholt und man sieht dann, okay, das funktioniert alles und das amortisiert sich, insbesondere wenn man natürlich sowas macht wie zum Beispiel den Marktstand umziehen. Aber in diesem Fall kann ich mir wirklich vorstellen, dass es einfach nicht mehr reicht. Deswegen machen wir das mal genauso. Beeren werden gesammelt. Wir schauen noch mal ganz kurz nach.
Na, wo ist der Bärensammer? Hier schön versteckt. Ja. Das sieht ganz gut aus. Die wilden Tiere werden gejagt. Das sieht auch entsprechend ganz gut aus. Ja. Und wir haben jetzt noch 3 Familien, die sich um Bauarbeiten kümmern. Gleich nur noch 2. Weil wir hier auch noch im Holzfällerlager jemanden unterbringen wollen. Deswegen vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir hier die Zufriedenheit nochmal hochtreiben, um noch mehr Leute hier in unser Dorf zu bringen. Vielleicht können wir die Besteuerung sogar kurzfristig aussetzen. Ich meine, wir sind ja in einer guten, komfortablen Position, auch mit der Schatzkammer, dass wir vorerst das gar nicht mehr brauchen. Und warten mal ganz kurz ab, bis hier die verschiedenen Gebäude noch zu Ende gebaut werden. Düren wächst und gedeiht. Wir haben jetzt mittlerweile einen weiteren Holzfäller dort oben. Dort können wir direkt einen einsetzen. Der darf gerne auch, ja, Holz fällen, wo er mag. Naja, komm. Wir setzen auch hier einen erweiterten Radius ein, damit wir einfach auf Nummer sicher sind. Also sagen ihm hier, erweitert, Arbeitsbereich festlegen. Du kümmerst dich hier um den ganzen linken Bereich, ohne die Bären zu gefährden. So, zack. Und wenn wir hier einen einsetzen, können wir eigentlich hier auch einen rausnehmen. Damit wir einfach noch ein paar Wege gespart haben. Hier brauchen wir natürlich nochmal einen Ochsen, der hier angebunden wird. Du wirst ja hier nicht angebunden, mein Freund. Genau. Den ordern wir hier. Und dann können wir uns so ein bisschen hier unten um die Schafszucht kümmern. Dort können wir schon die ersten einstellen, müssten aber, wenn wir das machen, auch Schafe erstmal kaufen. Die Kosten für uns 30 pro Schaf. So 10 Schafe könnten wir uns leisten. Die würden uns am Ende quasi eine weitere Bekleidungsressource geben, die wir ja noch gar nicht bräuchten. Aus diesem Grund könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir sagen, komm, wir haben das schon mal vorbereitet, das ist super, aber wir nutzen das noch gar nicht. Sondern erst, wenn wir genügend Leute haben und dass wir dann auch schon die Folgeindustrie schon bauen können, wie zum Beispiel den Weber, den ich mir hier ganz gut vorstellen könnte. Und dass wir das dann direkt verwerten können. So sind wir jetzt hier in die Vorbereitung gegangen, nutzen es aber noch nicht direkt. Nahrung und Brennstoff geht hoch und runter. Unterm Strich stagniert es. Wir könnten überlegen, dass wir noch jemanden reinbringen in die Brennholzhütte. Damit es nicht stagniert, sondern hoch geht. Gerade auch mit Blick auf den kommenden Winter, wo wir ja mehr Verbrauch haben als sonst. Und dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt August, im September kann es bald losgehen mit der Aussaat, dass wir jetzt die nächsten Gemüsegärten mit reinbringen. Und da nehmen wir die Gebäude mit großen Grundstücken. Teilweise sogar, wo 2 Leute leben können. Dass sich 2 dann auch darum kümmern können, hier den Gemüsegarten zu bewirtschaften. Das heißt, du bist so einer. Gemüsegarten. Und ihr beide gehört auch dazu. Gemüsegarten. Wohnraum können wir hier auch erweitern. Wohnraum erweitern. Und auch du bekommst einen Gemüsegarten. Und
dann gibt es natürlich noch das ein oder andere Gebäude, welches wir dann mit Ziegen und mit Hühnern ausstatten können. Warum mit Ziegen? Tatsächlich haben die Gerber fast alle Häute aufgebraucht. Von daher nehmen wir das gerne mit und werden hier auch nochmal ganz zentral noch ein paar Tiere mit einbringen. Vielleicht hier noch ein paar mehr Industrien, dass wir hier quasi am Rand so ein bisschen in der Landwirtschaft sind und in der Viehhaltung. Klar haben wir hier zwischendrin auch mal ein Feld, das sieht aber auch ganz gut aus. Dass wir hier in die Industrien reingehen, hier vielleicht auch noch, und dass wir hier am Rand nochmal Tiere haben, die uns Nahrung bringen, aber auch heute. Das heißt, wir bauen hier nochmal Ziegen rein, Hühner, Ziegen und Ziegen. Dann sollten wir da auf der guten Seite sein. Das hier soll als erstes gebaut werden, dass wir hier noch den Gemüsegarten reinbringen. Und auch hier diese Gemüsegärten sollen hoch priorisiert werden, damit wir mit der Nahrung wirklich auch gut hinkommen. Die Gemüsegärten sind natürlich erst was fürs kommende Jahr, das ist klar. Aber die Eier und die Ziegen, die können wir ja jetzt schon verwerten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann kommen wir auch ganz gut zurecht. Jetzt haben wir hier den Brennholzstand. Und da ist natürlich auch die Frage, ob wir den nicht komplett versetzen wollen, weil hier alles so langsam nachwächst. Es wäre wirklich eine Überlegung wert, dass man sagt, komm, wir versetzen den einfach. Vielleicht sogar hierhin. Das Holzfällerlager hier bleibt da stehen. Die Brennholzhütte wird versetzt. Vielleicht auch hierhin, wenn wir sagen, komm, wir haben hier eine Holzfällerhütte, die sich um diese Bäume kümmert, könnten wir uns mit der Brennholzhütte eher darauf fokussieren. Die Wege wären dann zwar länger, um das einzulagern, aber unterm Strich wären wir näher bei den Bäumen. Vor allem, weil hier das so langsam nachwächst. Und das, was hier nachwächst, das kann dann vom Holzfällerlager direkt genutzt werden. Ja, ich glaube, wir müssen die einmal versetzen, damit die am meisten Sinn ergibt. Auch das hier stellen wir mal sehr hoch, dass das schnell geschieht. Und dann werden wir hier diesen Platz einstellen entsprechend. Alles klar. Dann lassen wir unsere Leute mal loswuseln. Die Brennholzhütte ist fertiggestellt, dann sagen wir einmal ganz kurz, Leute, ihr müsst hier rein, vielleicht auch kurzfristig mal 3 Leute, und dann legen wir hier den Arbeitsbereich fest. Das ist dieser Arbeitsbereich hier, so dass die Jäger nicht betroffen sind und dieses Holzfällerlager hier nicht betroffen ist. Dann haben wir hier auch noch ein Holzfällerlager. Ja, das passt. Die Sägegrube haben wir dann auch hier. Das sollte soweit in Ordnung sein. Dann können wir auch dieser Hofstätte hier ganz schnell noch einen Gemüsegarten auferlegen.
Und da geht die Sonne über Düren auf. Die Sonne scheint auf uns. Der Herr scheint es großartig mit uns zu wollen. Wir sehen aber auch hier die Kirche natürlich, die wir im Namen des Herrn gemacht haben. Das sieht schon alles super toll aus. Und in der Leichengrube liegt auch noch niemand. Ja, okay, wir mussten mittlerweile 2 Dürener Leben leider verstreichen lassen. Aber so weit außerhalb, dass wir die Leichen leider nicht mehr hier bestatten können. Viele neue Leute ziehen in unsere Stadt, das sieht gut aus. Und wir sehen sogar hier hinten, dass die Jäger gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt gegen ankommen. Gegen diese Flut an Tieren, dass wir auch gerne mal einen zweiten Jäger mit reinbringen können. Ja, die Gerber sind sehr, sehr gut bedient. Das läuft großartig. Und die Brennholzhütte ist auch wieder in vollem Gange. Sodass jetzt hier der Brennstoff und auch die Nahrung langsam hochgehen sollte. Es ist September und die Erntezeit hat begonnen. Bedeutet für uns einerseits, dass die Nahrung jetzt hochgehen sollte, da wir jetzt schon Gemüsefelder natürlich schon angelegt hatten. Nicht die, die wir jetzt ganz neu dazu geholt haben, sondern die, die schon im letzten Jahr da waren. Und auf der anderen Seite bedeutet das, Gerste kann geerntet werden. Wir sind bei einem Wachstum von 100% und demnach werden wir jetzt hier noch eine zweite und eine dritte Familie zuweisen, damit die Gerste in jedem Fall geerntet wird. Bauholz sieht momentan wieder sehr gut aus. Da können wir auch eventuell bei diesem Holzfällerlager noch einen abziehen. Dann haben wir hier drüben einen und hier einen. Mittlerweile die ersten Bäume vom Förster vollständig ausgewachsen. Finde ich sehr, sehr schön. Das funktioniert also, dass wir auf kurz oder lang uns dann nämlich auch hier halten können mit dem Holzfäller. Vorerst mussten wir jetzt hier nochmal ausweichen. Und so langsam können wir auch überlegen, ob wir in die Bierproduktion reingehen, indem wir schon mal die ersten Gebäude dafür bauen. Da lohnt sich beispielsweise hier bei der Industrie schon mal eine Mälzerei. Nutzt Gerste, um daraus Malz zu machen. Wir starten erstmal mit einer Mälzerei. Und hier drüben wird dann nämlich eine Brauerei draus. Wer wohnt da gerade? Diese beiden Familien. Ja, und da können wir dann durchaus eine Brauerei draus machen. Aber erstmal die Mälzerei. Die haben eine höhere Priorität. Wir haben nur noch eine Bauarbeiterfamilie, das ist vollkommen in Ordnung. Wir können noch weitere Familien anziehen. Unsere Zufriedenheit steigt auch weiterhin stark. Das sieht ganz gut aus. Holzfällerlager, wie gesagt, da reicht jetzt nur noch einer. In der Sägegrube reicht auch eine Person. Dachziegel haben wir mittlerweile 119. Könnte man auch überlegen, ob wir vorerst mit der Produktion aufhören. In jedem Fall könnten wir kurzzeitig überlegen, ob wir die Lehmmenschen hier mal abziehen. Ja. Zumindest kurzfristig. Wir haben ja auch noch eine Menge Lehm auf Lager und das können wir dann hier noch verbrennen. Aber so können wir die Menschen, die hier daran arbeiten, noch kurzfristig woanders unterbringen. Im Speicher arbeiten jetzt 2 Personen, allerdings ist auch nur eine Familie hier mit einem Marktstand betraut. Bräuchten wahrscheinlich noch mehr Nahrung, um noch eine weitere Familie hier einen Marktstand bauen zu lassen. Aus dem Speicher heraus.
Die Bedürfnisse hier an diesen beiden Stellen sind immer noch nicht erfüllt. Bei anderen Familien sieht das dann aber schon anders aus. Es liegt daran, dass die natürlich hier alle versorgt werden müssen und manche bekommen dann halt was ab, manche nicht. Aber hat es zumindest mit dem Brennholz schon funktioniert? Auch noch nicht. Alles klar. Wir haben jetzt drei Leute drin. Aber manchmal muss man dem wirklich auch Zeit geben. Manchmal dauert das auch einfach, bis es da vorangeht. Wir haben jetzt hier drei Familien eingesetzt, die sich um die Gerste kümmert. Und da sehen wir auch, das geht ganz gut voran. Sehr schön. Ja. Die kommen ganz gut damit zurecht. Finde ich auch sehr schön mit den, ja, mit der Darstellung, wie das hier dann zwischengelagert wird. Das sieht schon toll aus. Ja, das gefällt mir. Zack, wird es weggecuttet. Sehr schön. Dass wir nicht genügend Nahrung haben, ist für uns natürlich ein gutes Zeichen, dass wir so langsam in noch mehr Landwirtschaft gehen sollten. Beispielsweise um Weizen zu holen, um dann auch Brot herzustellen. Und das ist sicherlich auch ein Unterfangen, was wir jetzt in Bälde angehen sollten. Was wir auch noch angehen sollten, sind weitere Projekte rund um unsere Siedlungsstufe. Deswegen werden wir hier auch noch diese Gebäude hier an der Seite entsprechend upgraden. Jedenfalls zwei von denen. Der hier in der Mitte hat auch nicht ganz genügend Nahrung abbekommen. Aber das sind ja auch die beiden Gebäude, die näher dran sind an der Stadtmitte. Von daher sieht das vielleicht auch gar nicht verkehrt aus. Sehr schön. Wir sind weiterhin dabei, uns auszubauen. Und ganz bald, ja, da wird es auch Bier geben in Düren. Dann wird die Taverne in Anspruch genommen. Und dann werden wir die ersten Stufe 3 Gebäude angliedern können. Denn vielen, vielen Gebäuden fehlt tatsächlich nur noch die Taverne, um glücklich zu sein. Ach, wie schön. Mittlerweile sind auch die Mälzerei und die Brauerei fertiggestellt. Bei der Mälzerei sehen wir hier gerade einen todesmutigen Bauarbeiter. Hier, so sieht das aus. Finde ich eigentlich ganz süß neben der Kirche. Finde ich eigentlich ganz süß. Und die Brauerei ist hier. Einfach so eine kleine Brauerei im Garten. Und die Bewohner hier sind dann auch entsprechend zu Brauern geworden. Demnach stellen wir hier schon mal jemand ein in der Mälzerei, damit es dann so langsam losgeht und wir auch schon die erste Gerste verwerten können und die Brauer dann auch was zu tun haben. In der Taverne ist noch niemand eingesetzt. Das werden wir dann aber in Bälde auch noch erleben. Eine Bauarbeiterfamilie brauchen wir in jedem Fall für die Hofstätten, dass die weiter nach oben kommen. Und die Zufriedenheit kommt auch weiter nach oben. Das heißt, wir werden jetzt bald sogar noch mehr Familien anlocken. Das sieht ganz gut aus. Der September wurde gut genutzt. Die Gerste ist fast komplett entfernt worden. Das sieht ganz gut aus. Und dann wird es gleich reingehen in den Flug. Und dann wird Weizen angebaut, sodass wir dann schon eine Mühle einrichten können und eine Bäckerei. Und dann geht es auch so ein bisschen in die Planung weiterer Felder und weiterer Landwirtschaft, weil wir natürlich den Status quo dann halten müssen, dass wir immer Gerste haben und dass wir immer Weizen haben.
Da sind wir aber auf einem ganz guten Weg, würde ich behaupten. 257 Regionsvermögen ist nicht so super viel, vor allem nicht, wenn wir sagen, wir wollen noch Schafe kaufen. Aber das kann vorerst warten, bis wir Stufe 3 Gebäude haben. Dann brauchen wir die erst. Aber gut, dass wir schon vorbereitet haben. Düren wächst und gedeiht. Mittlerweile besitzen wir über 100 Menschen in unserer kleinen Dorfgemeinde. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Und bald wird auch das erste Bier hier fließen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hier drüben, das Feld ist jetzt zum Weizenfeld geworden. Also wir sehen, Weizen ist jetzt in diesem Jahr angewählt und Gerste ist jetzt in das dritte Jahr runtergewandert. Und die Brache, die wir im dritten Jahr eingestellt hatten, kommt jetzt hier auf das zweite Jahr. Und wir brauchen jetzt natürlich hier wieder unseren Ochsen. Das ist ja klar. Müsst ihr das nicht alles mit der Hand machen? Das ist auch vielleicht ein bisschen zu viel. Die Zufriedenheit steigt. Sehr schön. Und wir haben hier ein volles Lager, wo scheint sich wieder gelegt zu haben, die Problematik. Allgemein können wir nochmal unsere Lager durchgehen und uns anschauen, wie es hier aussieht von der Fülle. Eigentlich ganz gut. Im großen Lager könnten wir eigentlich auch noch eine weitere Person mit reinnehmen. Hier ist das Lager mit den Schuhen. Nahrungslager. Da gibt es jetzt auch endlich den zweiten Stand. Sehr schön. Könnten wir natürlich auch noch eine dritte Person mit reinbringen. Wie sieht es denn hier aus mittlerweile? Ja, die haben jetzt zumindest wieder Brennstoff. Und ihr habt alles, was ihr haben wollt. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Das erste Malz wurde hergestellt. Und da sehen wir es. 4 Bier. Großartig. Wir können ganz in Bälde die Taverne eröffnen. Wir lassen noch mal ein paar Biere vorher brauen und nutzen jetzt die 2 Familien, die wir noch haben, nicht dafür, dass wir irgendwie Bauarbeiterprojekte einstellen, sondern setzen hier noch einen in den Speicher rein, damit wir die Nahrung noch besser verteilen können. Vielleicht wird noch ein Marktstand gebaut, das würde mich sehr freuen. Und wir werden hier im großen Lagerhaus auch noch eine Familie einsetzen, damit im besten Fall das Brennholz noch besser verteilt wird. Denn in der Brennholzhütte haben wir bereits 3 Familien und alle 3 kümmern sich auch um Brennholz. Das heißt, das können wir jetzt nur noch über das große Lagerhaus klären. Aber die Familie muss erstmal die Notwendigkeit sehen. Ich hoffe, das passiert und dann sollten wir das nämlich hier auch in den Griff bekommen. Hier haben wir es ja auch schon in den Griff bekommen, nur die Lebensmittel noch nicht. Aber sowohl Brennholz als auch die Lebensmittel steigen, selbstverständlich auch durch das Gemüseangebot, jetzt durch die Erntezeit im September. Kommendes Jahr wird das auch nochmal wachsen, weil wir noch 3 weitere Gemüsegärten eingerichtet haben. Wir haben jetzt auch noch mehr Eier und auch noch mehr Ziegenställe eingeführt. Also unterm Strich sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, um hier auch die Nahrung oben zu halten und alle Mann versorgen zu können. Wie gesagt, es dauert halt manchmal nur ein bisschen, bis sich das dann amortisiert und bis dann die Stände gebaut wurden, bis sie dann ausgestattet werden. Aber das sollten wir auch bald überwunden haben. Mittlerweile sind wir bei 7 Bieren. Sehr, sehr toll.
und Gerste wird weiter eingelagert. Die Mälzerei kann ein bisschen Malz herstellen. Momentan haben wir nichts mehr auf Lager. Das muss ich jetzt natürlich auch erstmal einstellen, dass das hier rübergebracht wird und dann hier weiterverwertet wird. Und erst wenn wir so einen kleinen Puffer an Bier haben, werden wir die Taverne dann entsprechend in Betrieb nehmen. Also, Dachziegel sehen doch eigentlich ganz gut aus. 128. Ja, wir würden jetzt auch vorerst, glaube ich, die Leute aus dem Brennofen rausnehmen. Ein, zwei Holzfäller machen schon Sinn. Die Sägegrube macht auch Sinn, damit hier die Bögen die ganze Zeit auch gemacht werden können. Das passt soweit. 300 Brennholzhütte, haben wir gesehen, ist notwendig. Das steigt jetzt auch. Jetzt haben wir wieder zwei Familien, weil wir die Dachziegelproduktion erstmal stillgelegt haben. Und diese beiden Familien können sich gleich um den Ausbau unserer Stadt kümmern. Ich würde aber tatsächlich noch mal warten, bis wir eine weitere Familie dazu bekommen, dass wir die Taverne dann in Betrieb nehmen können und dann unsere Bauarbeiterfamilien, im besten Fall zwei oder drei, zusätzlich auch noch die Hofstätten dann hier auf Stufe 3 ausbauen können. Schaut mal, jetzt ist nur noch eine Familie unglücklich. Diese Familie hat zumindest Nahrung auf Stufe 1 mit dabei. Also das regelt sich jetzt hier mittlerweile, obwohl der Speicher noch keinen weiteren Marktstand errichtet hat. Auch hier im großen Lagerhaus haben wir keinen weiteren Speicher. Der Winter naht, meine Lieben. Und wir werden vor dem Winter noch in den Großausbau rübergehen. Den werden wir dann in der kommenden Folge voll und ganz genießen können. Ich freue mich schon sehr drauf. Hier mittlerweile sind wir wie weit fortgeschritten? Oh, der Sewing Progress ist noch bei 12%. Die müssen sich dann echt noch beeilen. Aber da wir drei Familien haben, sollte das passen. Wir sind gut vorbereitet auf den Winter. Wir sind sehr gut vorbereitet darauf, in den Großausbau zu gehen und dann schnellstmöglich nicht nur zur Kleinstadt zu werden, sondern auch die nächste Stufe zu erreichen. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich vor allem drauf, wenn wir das alles gemeinschaftlich genießen können. Schön, dass ihr dabei wart und in der kommenden Folge werden wir dann auch zu Beginn einmal alle Familien durchgehen, damit ihr seht, welche Aufgaben ihr hier habt und wozu ihr betraut werdet.